Bereits in den ersten Lebenstagen der Tiere wird der Grundstein gelegt für gesunde Tiere, für Tiere, die sich wohlfühlen, für Tiere, die gute Luft haben, für Tiere, die nachher in der Mast entsprechende Leistungen zeigen. Neben dem Futter und ausreichend Platz in den Ställen gehört das Stallklima zu den wichtigsten Kriterien für eine erfolgreiche Zucht und eine erfolgreiche Mast. Bereits im Abferkelstall sollten Sie dafür sorgen, dass zwei Zonen geschaffen werden. Einmal für die Ferkel mit der Abdeckung und einmal für die Sau mit frischer Zuluft im Kopfbereich. Nur mit einer Abdeckung kann ich verhindern, dass unnötige Wärme aus dem Nestbereich nach oben steigt und die Sau belastet. Bis auf diese Ausnahme hier gehen die Ferkel fast immer in die Nestzone, weil sie sich geschützt fühlen von der Abdeckung und gleichzeitig der Temperaturbereich besser geregelt wird und besser gehalten werden kann. Die am häufigsten ausgesprochenen Argumentationen gegen eine Abdeckung ist die Übersicht im Stall. Durch geschickte Klappkonstruktion der Abdeckung kann man das jedoch vermeiden. Und dieses Bild spricht klar für sich. Neben einer richtigen Abdeckung gehört natürlich auch eine passende Hydraulik zum System und ohne einen hydraulischen Abgleich in der Anlage ist eine einwandfreie Funktion nicht möglich. Wenn alle Komponenten stimmen, dann fühlen sich die Tiere wohl, wie auf diesem Video deutlich zu erkennen ist. In den Ställen der heutigen professionellen Landwirtschaft wird dafür gesorgt, dass die Komfortzone der Tiere, also das, was sie als natürliche Anforderung haben, optimal erfüllt wird. Die Wärme kommt über die Fußbodenheizung, die Rosten sind sauber und die Hygienemaßnahmen sorgen dafür, dass die Tiere nicht krank werden. Die Schutzbügel, in der die Sau während der Säugezeit liegt, sorgen dafür, dass die Sau sich langsam ablegen muss und die Tiere nicht beim Ablegen erdrückt werden. Richtig gut aus. Schöner heller Stall. Und eine vernünftige Toilette haben sie hier hinten. Guck, da ist die Toilette, die können sich hier bewegen. Und da haben sie ihren Fressbereich und Spielbereich. Und man sieht deutlich, dass es diesen Ferkeln gut geht. Mit Sicherheit besser wie auf Teilspalten oder im Strom. In den heutigen modernen Ferkel aufzustellen, werden in der Regel drei Zonen geschaffen. Ein Liegebereich, ein Fressbereich und ein Kotbereich. Häufig treffen wir die Kombination wie hier mit Kunststoff und Betonboden an. Der Betonboden ist dazu da, dass die Klauen abgenutzt werden. Der Kunststoffboden ist für den Liege- und Kotbereich. Sieht gut aus. Aber das typisches Bild jetzt. Das hat damit zu tun, dass die meisten sind, die Koten, weil hier die Frischluft kommt. Die Frischluft beruhigt sich hier im Gang, geht rüber und geht dann so weg. Ja, sie haben auch hinten die Tränke. Hinten ist eh die nasse. Ja. Da bin ich ganz froh, dass sie nass bei nass lassen. Die sehen sehr schön aus. Diese hier sind zivilisiert auf der Seite. Das geht zivilisiert. Ja, also wir haben so ein bisschen mit der Schnauze.
aber Sie sehen, die Kerkel sind, die ganzen Buchten sind durch Unterflug sauber, Becken sind trocken, sie haben nicht eher wohl nass. Ja. Und ich finde die Schweine sind trotz bisschen Kühlung sauber von der vorher waren. Also. Ich muss mal einen Moment leider warten. Ja, ja, das ist das Problem, dann habe ich mit der Brille auch. Hier befinden wir uns im modernen Warte- und Deckbereich. Hier halten sich die Sauen die meiste Zeit auf. Wie Sie sehen, liegen die meisten Sauen in den Kastenständen. Diese Kastenstände können Sie eigenständig verlassen und wieder betreten und sich dann im Laufgang bewegen. Sie fühlen sich jedoch in den Kastenständen wohler, weil sie von anderen Sauen nicht belästigt werden und sie in Ruhe liegen können. Auch in diesem Warte-Deckbereich wird die Abluft Unterflur abgesaugt, um die Spaltenböden möglichst trocken zu halten und für die Sauen möglichst warme Böden zu erhalten. Die angewärmte Zuluft wird direkt in den Atmungsbereich der Sauen geleitet. Na Kameraden, weil die sehen auch ganz unglücklich aus, das kann man schon sehen. Wir wissen auch nicht mehr, was wir machen.